Servus und hallo, ich begrüße euch. Heute machen wir mal wieder ein Herausforderungsvideo. Und zwar geht es darum, die 9 Aufgaben sind jetzt am Start. Und die Dr. Sloan Aufgaben. Und die werde ich jetzt mit euch machen. Und dann schauen wir mal, gehen wir in die Runden rein. Let's go, Freunde. So, Freunde, der Bus fliegt über Retail Row. Wir brauchen ein Telefon. Dann gehen wir runter in Retail Row. Das ist ein Telefon, das werden wir uns jetzt mal schnappen und dann nehmen wir den Auftrag an. Das ist eigentlich ziemlich easy. Bei Retail Row, bei der Bushaltestelle, ist zu 100% der Telefon. Und da werde ich jetzt gleich mal hinfliegen und werde mal die erste Aufgabe erledigen und dann werden wir uns gleich der zweiten Aufgabe widmen. Da ist eben das Telefon. Gehen wir gleich mal hin. Ja. So, Freunde, jetzt machen wir die zweite Aufgabe und zwar ist die von Sunny und da heißt es integriere mit CB-Funk. Ich werde euch sagen, wie das Ganze funktioniert. Gehen wir in die Runde. Let's go, meine Freunde. Believe a speech. Ich habe es markiert auf der Karte. Jetzt gehen wir mal runter. Schauen wir. Busfahrer bedanken ist eh klar. Ist auch eine Aufgabe. Und dann schauen wir mal, wo das Ganze da steckt. So, meine Freunde, jetzt machen wir die dritte Aufgabe und zwar heißt es platziere Willkommensgeschenke in Holy Hatchery. Das werden wir uns jetzt mal anschauen, das Ganze. Let's go, Freunde. So, meine Freunde, ich habe es euch schon mal markiert. Wir fliegen jetzt nach Holy Hatchery, das ehemalige Holy Hatches. Und da hat es ja diese neue Zoom-Würfel da eben gegeben. Und da müssen wir jetzt für die Alien was platzieren. Das werde ich zeigen, ganz genau, wo das ist, wie das ganz genau funktioniert. Und jetzt schauen wir mal, wo die Willkommensgeschenke, wo man die platzieren kann. Und zwar müssen wir eins da hinten am Baum. Da haben wir schon mal das erste. Und dann braucht man nur das zweite. Das müssen wir jetzt auch noch schnell finden. Das ist zwar genau da bei dem Haus hier drüben und dann hätten wir nämlich auch schon die Aufgabe, dann sehen wir uns gleich bei der nächsten. Let's go, Freunde. So, liebe Freunde, jetzt sind wir wieder bei der vierten Phase und zwar die vierte Herausforderung ist zwar setze Alien Naniten ein. Ich werde jetzt mal in die Runde schauen und dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Let's go, Freunde. So, meine Freunde, immer beim Busfahrer bedanken. Ist logisch, ist auch eine Aufgabe. Jetzt fliegen wir mal da in die Berge und schauen wir mal, wo das Ganze ungefähr ist. Ich weiß auch nicht, wo ganz genau die Teile ist. Ich werde es euch sagen. Werden wir ein bisschen suchen müssen. Vielleicht haben wir Glück und da oben sind gleich welche. So, liebe Freunde, ich habe jetzt meinen Buben dazu geholt, den Basti, weil der hat irgendwie das Glück. Der findet die ganze Zeit schon. Der hat es mir jetzt markiert. Jetzt gehen wir zu ihm hier und dann werden wir die Aufgabe lösen. Ich werde jetzt das da schnell nehmen. Wo ist das? Da, ja. Passt. Und dann werden wir das benutzen und dann schauen wir, ob das funktioniert. Ja, dann haben wir die Aufgabe abgeschlossen. So, Freunde, dann habt ihr es gesehen. Dann gehen wir zur nächsten Aufgabe. Vielen Dank. So, meine Freunde, jetzt sind wir wieder in der Lobby. Jetzt sage ich nur mal Tante neben Zeug und Jobby. Und das werde ich sagen, wie es funktioniert. Dann let's go, Freunde. Ja, Freunde, ihr habt schon markiert, da müsst ihr zu Hydro 16. So, meine Freunde, jetzt machen wir es nochmal da. Oh yeah. Ja, der Pump. Wenigstens haben wir Pump. Haben wir mal Fallschaden gekriegt. Da ist er. Und da machen wir das Emote und dann haben wir es eh schon. So, meine Freunde, die letzte Aufgabe werden wir jetzt bewältigen und zwar müssen wir wieder zu Believer Beach und dann zeige ich, wie das funktioniert. Let's go. So, Freunde, jetzt fliegen wir da in den Wald und dann suchen wir erstmal so einen Parasiten, den braucht man unbedingt, weil der muss auf dem Kopf sein. Und wenn wir den dann haben, dann müssen wir zur Sunny, dann zeige ich, wo das Ganze ist. So, Freunde, ich habe jetzt den Parasiten da auf dem Kopf. Wie gesagt, man findet die in der Gegend, aber es ist ziemlich schwierig. Auch mit Wölfe und so. Oh no. Oh no.
Weil meine Freunde mit dem Parasiten am Kopf gerne dann hier. Nein. Ja gut, ihr habt es jetzt gesehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Euch erkennt mich. Ciao, servus.